Gute und herzlich willkommen zum Video Fragen über Feigen. Ja, mittlerweile ist meine kleine Feigenbaumschule ein bisschen was über ein Jahr alt. Ich muss sagen, ich bin echt begeistert, wie das ganze Orgelave ist und wie sich es mittlerweile entwickelt. Das hätte ich am Anfang wirklich nicht gedacht, dass das so gut anläuft. Aber mittlerweile wäre ich von euch mit so vielen Fragen per E-Mails zugebombt, die ich leider Gottes, da das ja für mich ein Nebenhobby oder ein kleiner Nebenerwerb ist, nicht mehr schriftlich beantworten kann. Deshalb habe ich mich entschlossen, die Top-Frage oder die Frage, die am häufigsten wiederkehren, für euch rauszusuchen und die in einem Video zu beantworten. Das Video knalle ich euch auf die Homepage und dann könnt ihr euch das direkt angucken und vielleicht, wenn die meiste Frage beantwortet. Solltet ihr dann trotz allem immer noch Frage haben, dann schreibt doch die Frage unter dieses Video auf YouTube unten drunter in die Kommentare und ich mit der ganzen Feige-Community zusammen können sie euch vielleicht dann noch beantworten. Genug erzählt, geht direkt los, viel Spaß. Ich habe mir dieses Jahr bei dir im Shop so einen bewurzelten Steckling gekauft. Wann hängt da eigentlich erst mal was dran? Ja, wie immer kann man das nicht pauschal beantworten, aber bei der Feige ist es auf jeden Fall wesentlich schneller wie beim Apfelbaum. Ich habe hier bei mir auf dem Feigeberg einen Steckling der Sorte Toskana, unbekannte Sorte aus der Toskana. Ich würde sagen, es geht so in die Richtung Brown Turkey. Da steht das gute Stück, also den habe ich letztes Jahr bewurzelt. Ihr könnt sehen, das ist der Steckling vom Bewurzeln. Das ist der Trieb vom letzten Jahr, der geht bis daher. Und da könnt ihr sehen, eins und da hier zwei sind schon Brebars, also Blühfeige drauf. Und da oben schieben sich schon die Herbstfeige raus. Heißt also, wenn ihr denn dieses Jahr steckt und ihr habt Glück, hängt nächstes Jahr schon was drauf. Bei welchem Apfelbaum geht es? Ne? Also bei der Feige. Absolut kann sein, im Folgejahr hängt schon was drauf. Und bei ganz wenigen habt ihr vielleicht sogar Glück, wenn er so zeitig steckt, dass sogar in diesem Jahr noch was drauf hängt. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich auch schon öfters, aber die habe ich dann abgemacht, dass die Feige schöner wachsen kann. Beziehungsweise, dass ihr Kraft das erste Jahr in den Wuchs steckt. Wie pflanze ich eigentlich so Feige um? Welche Erde benutze ich? Und was ist das nächstgrößere Gefäß? Kommen wir erstmal zur Erde. Meine Erde, die mische ich selber zusammen oder mein Substrat mische ich selbst zusammen. Wer mich verfolgt, weiß von Anfang an, torffreies Substrat. Ich nehme hier immer torffreie Blumenerde in Bioqualität. Da lege ich mir so einen Sack in die Schubkarre. Muss jetzt auch nicht unbedingt das Produkt von der Firma sein. Gibt ganz viele verschiedene torffreie Bioerden. Dann habe ich als nächstes zur Auflockerung Tongranulat. Ich nehme immer die unbehandelte Rigodurschüttung. Ist für mich als geschäftlicher Einkäufer sehr günstig. Da mache ich ungefähr die Hälfte der Erde, ein bisschen weniger vielleicht. So. Das könnt ihr natürlich so noch Gefühl machen, dass die Erde halt ein bisschen lockerer ist. Das Tongranulat speichert ein bisschen Feuchtigkeit und macht das Ganze noch viel luftiger. Dann Urgesteinsmehl. Das tut den Boden noch ein bisschen aufbessern. Mache ich auch so noch Gefühl. Dann nehme ich dazu noch so einen Tomatendünger. Das ist so ein NPK-Dünger, wobei jetzt hier bei dem Tomatendünger der Stickstoff relativ niedrig ist, weil durch den Stickstoff die Feige zu stark wächst, noch stärker, wie sie eh schon wächst und vor allem die Triebe werden sparklig und die Blätter riesengroß. Und wir haben jetzt da NPK-Verhältnis von 4 zu 8 zu 10, also bloß 4 Gesamtstickstoff. Da mache ich immer so 3, 4, manchmal 5 gute Löffelchen in die Erde. Nein. Und das Ganze muss dann natürlich noch in guter Bauarbeiter-Manier durchgemischt werden. So, und noch ein paar Minuten habt ihr so ein richtiges, feines, luftiges Substrat für eure Feige.
Jetzt geht es natürlich ans Umtopfen. Hier bei mir online erhaltet ihr die Feige ausschließlich im 2-Liter-Topf. Ihr seht, da unten jetzt bei meiner, das wurzelt schon raus. Wird also Zeit zum Umtopfen. Und für mich wäre jetzt die nächstgrößere ein 4- oder ein 5-Liter-Topf. So ist bei mir das System von 2 auf 4 bis 5 Liter. Wenn ihr da reinguckt in den Topf, hat er natürlich ohne Löcher. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass da oft und viel Erde rausrieselt und vor allem die Ameise mache viel in die Töpfe rein oder noch mehr in die Töpfe, wenn die Erde bis ohne ist. Deshalb mache ich mir da ohne so eine Schicht Split rein. Die mache ich wirklich so hoch, bis die unteren Löcher und auch die Löcher an der Seite mit Split abgedeckt sind. Dann mache ich mir ohne ein bisschen Erde rein. Da die Töpfe relativ gleich hoch sind, kann ich natürlich nicht so viel Erde vorher da unten rein machen. Hol dann meine Feige aus meinem Topf raus. Ihr seht hier da unten die Wurzeln, die rausstehen. Das schneide ich gleich da unten ab. Erstens, dass ich es da nicht abreiße und zweitens habe ich gleich schon meinen Wurzelschnitt gemacht. Dann hole ich mir die Feige aus dem Topf. Ihr könnt da sehen, das ist recht gut durchwurzelt schon. Könnt es dann ohne ein bisschen anreißen. Setzt sie dann in den Topf rein. Ihr seht, die ist jetzt auf derselben Höhe wie vorher. Wenn ihr einen höheren Topf habt, würde ich euch empfehlen, sie dann vielleicht noch ein kleines Stück tiefer einzupflanzen. Ist jetzt doch bei mir nicht gäbe. Wenn ich die dann irgendwann einmal auspflanze, setze ich die wesentlich tiefer. Füllt das außenrum dann mit Erde auf. Schalte jetzt die Feige da ein bisschen fest und schüttel das ein bisschen, dass sich das Substrat schon einmal setzt. Hebt den Topf also mal hoch und klopft dann von unten. Dann setzt sich das ein bisschen besser noch durch die Wurzeln. Noch eine Hand oben drauf. Das Ganze wird dann mit Regenwasser angegossen, dass die Wurzeln auch gut mit dem neuen Substrat eingeschlemmt sind. Zum Abschluss wird das Ganze dann gleich mit meinem Hanf einstreuen, das ich aber meinen Hühner benutzt, abgemulcht. So bleibt es einfach länger feuchtes Substrat und es wächst nicht so viel Unkraut im Topf. So sieht das Ganze dann aus. Eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt kriege, ist, wann ist denn eigentlich so eine Feige reif? Ja, wie soll ich sagen? Jeder, der einen Feigebaum hat, kennt die Geilheit und die Ungeduld, das Ding zu Ende. Gerade so, wenn die Saison losgeht, wenn es um die erste Brehbar geht, da bin ich auch immer ziemlich vorschnell abzupflücken. Ich habe für mich so die Faustregel, wenn du denkst, die ist reif, lässt sie noch 2 bis 3 Tage hängen, dann ist sie reif. Aber wir gucken mal zusammen. Also, ist da schon was reif? Nee. Ihr könnt sehen, bei der Dotato da stehen die Brehbars noch oben. Da ist noch nicht einmal annähernd irgendwas reif. Da hier, die Maniche, ist die reif? Nee, die ist noch nicht reif. Aber ihr könnt sehen, die fängt schon an, anzuschwellen und ein bisschen nach unten zu gehen. Relativ gutes Zeichen, wenn die Reife bevorsteht, ist, dass so die letzte 1-2 Tage vor der Reife die Feigefrucht richtig anschwillt. Also ihr könnt richtig einen Volumenzuwachs sehen. Natürlich verfärbt sie sich in der Zeit auch zum so der typische Endfarbbild, nenne ich es mal. So, gehen wir mal da gucken. Also, welche von denen könnten reif sein? Guckt mal da, also die ist die letzten paar Tage jetzt richtig angeschwollen. Wenn ich die so abtaste, ist die auch richtig weich rundherum. Es hängt wie so ein schlaffes Säckchen an der Pflanze runter. Bei manchen Sorte tritt dann da unten noch so ein Honigtröpfchen aus. Das ist jetzt bei der Sorte nicht der Fall. Ein weiteres gutes Indiz ist, dass die Ameise anfangen, dran zu gehen und die Wespe anfangen, Löcher rein zu fressen. Also dann ist sie auf jeden Fall reif. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich schüttel mal, zieh mal dran. Also die ist noch relativ fest. Die braucht noch 1-2 Tage. So, wir haben jetzt 2 Tage später und ihr seht, die Ameise entdecke die jetzt langsam für sich. Also das ist auch ein Indiz, dass die reif ist, deswegen wird die jetzt geschlachtet.
Ja, die ist reif. Geil. Ein Traum. Ein Traum. Bei der Sorte du jetzt ist mal die Schale ein bisschen zu dick, deswegen esse ich die ohne. Aber sehr bärig. Angenehme Süße, also nicht zu süß. Wirklich, wirklich richtig geil für die erste Präbe in diesem Jahr. Ja, wann und wie oft muss ich so eine Feige im Topf eigentlich gießen? Naja, das ist ganz unterschiedlich. Wenn ihr jetzt so die Filacciano seht, wenn die Sonne drauf brennt, lässt die natürlich die große Blätter hängen, um so wenig Wasser wie möglich zu verdunsten. Sieht natürlich jetzt erstmal so aus, oh, die lässt die Blätter hängen, die braucht dringend Wasser. So ist es aber nicht. Also ich habe bei meiner Feige die Faustregel, unterhalte ich mich dran, das hat bis jetzt immer prima funktioniert. Wenn die Sonne weg ist, abends bis 21 Uhr und die Blätter hängen noch, kriege ich so Wasser. Aber meistens sind dann die Blätter wieder over, die Feige erholt sich von der starken Hitze vom Tag und braucht noch gar kein Wasser. Nur wenn die Blätter noch Sonnenuntergang immer noch hängen, kriegt sie Wasser. Ich habe mir mal im Baumarkt für einen Zehner sehr günstig ein Feigenbäumchen gekauft. Das war schon so hoch, es waren schon Feige dran. Ich habe die noch im selben Sommer geerntet, die waren lecker. Aber jetzt, ein Jahr später, sind die einfach abgefallen. Warum? Ja, das Problem mit den Baumarktfeige ist einfach, es ist Großhändlerware. Stell euch das so vor, in irgendeiner Plantage in Spanien, wenn die Bäume geschnitten, das Schnittgut, naja, ist ja zu schade zum Fortschmeißen, stecke mal in die Erde, mache eine Feige draus, lasse es da unten ein bisschen wachsen. Irgendwann fängt es auch zu fruchten, wird da unten von der Plastophaga absensis, der sogenannten Feigengallwespe, befruchtet, gibt Sorte, komme ich noch drauf zurück, die eine Befruchtung brauchen. Bei mir im Shop gibt es natürlich nur Feigesorte, die alle hier in Deutschland zu 100% sicher fruchten. Aber manche aus südlichen Gefilde brauchen halt leider Gottes diese Wespe zur Befruchtung, die es mittlerweile zwar auch nördlich der Alpe gibt, aber nur so im Weinbauklima und am Bodensee, habe ich gehört. Bei uns ist es im Odenwald auf jeden Fall noch nicht. Also sieht es schon mal scheiße aus, wenn ich so ein Ding habe, wo die brauche. Und so ist es ganz oft bei der Paletteware vom Baumarkt, Großhandel. Ihr kriegt dort Ding, die Feige sind in Spanien oder sonst wo von der Wespe befruchtet worden. Deswegen, wenn sie hier auch reif, im nächsten Jahr kommen die Präbas, also die Blüten, die Feige, das sind ja erst einmal Blüten, bevor es überhaupt Feige werden. Weil auf die Befruchtung der Wespe, die gibt es hier nicht, dann werden sie gleich ein bisschen größer und fallen unbefruchtet ab. Also, wenn ihr euch sicher sein wollt, dass ein paar Jahre später an eure Feige noch irgendwas dran hängt und irgendwas wächst, dann investiert lieber ein klein bisschen mehr Kohle und ihr könnt euch sicher sein oder ziemlich sicher sein, dass er da fruchtet und dass er auch das bekommt, was er wollt. Natürlich muss ich auch hier immer wieder sagen, selbst die gute professionelle Baumschule habe irgendwann einmal ihre Pflanze von irgendwo her gekriegt. Selbst wenn die fruchtet, sagen wir jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt so aus Amerika vor ein paar Jahren mir mal Steckling von der Hardy Chicago gekauft. Fruchtet bei mir, ist aber höchstwahrscheinlich nicht die Original Hardy Chicago. Also man muss sich da auch immer auf den Verkäufer, der es mal irgendwann dir verkauft hat oder beziehungsweise der es mal irgendwann mir verkauft hat, verlassen. Oder deshalb sage ich es immer dazu, ich habe das als die Pflanze gekauft. Kannst natürlich nicht genau sagen, ob es AD ist, aber ich kann dann auf jeden Fall garantieren, dass es bei mir fruchtet, ob es jetzt die Hardy Chicago ist oder dann doch vielleicht Sauls Fick oder irgendwas. Aber auf jeden Fall hat sie, wenn sie bei mir im Shop ist, hier bei mir im Odenwald schon Früchte getragen. Ich habe an meiner Feige so kleine Raube in so einem Gespinst drin. Was ist denn das und was kann ich dagegen tun? Also man kann es hier ganz gut erkennen. Da ist so ein Gespinst. Ich mache das mal gleich ein bisschen auseinander. Ihr seht es schon, das ist eine Raube drin. Das ist die Raube des Feigenspreizflügelfalters. Und die frisst ganz gern die Blätter. Und wenn die kleine Kameraden da überhand nehmen, gehen die auch an die Feige drauf. Deshalb werden die bei mir leider Gottes alle gekillt. Und das ist auch das Einzige, was er machen kann. Also mir ist nicht bekannt, dass man da irgendwie was dagegen sprühen kann oder so.
meine Feige sind und nicht allzu riesig. Ich habe das so mit Absammeln und Abstreifen im Griff. Also ich habe in Zukunft nicht vor, irgendwie bei meiner Feige irgendein Chemiezeug drauf zu ballern. Brauchst gar nicht großartig immer irgendwas mit Bio und natürlich und so weiter erzählen und baller das Ding dann mit Chemie voll. Also bei mir wird es nach wie vor händisch abgesammelt und ich habe es auch ganz gut im Griff. Aber ihr müsst es machen. Also ich kenne zum Beispiel von der Sorte Tobis Michelstadt, Unbekannte, was demnächst bei mir im Shop dann die erste Ableger geben wird. Das ist ein riesengroßer Baum. Der hat letztes Jahr ausgesehen, als hätte er mit der Schrotflinte drauf geschossen. Der Besitzer hat da versäumt am Anfang, das abzusammeln, beziehungsweise er hat es nicht gewusst, was es ist. Und die sind dann auch an die Feige gegangen und war nicht so geil. Also, wenn ihr eine Feige habt, guckt sie zweimal im Jahr durch. Die haben zwei Perioden, sage ich mal. Ich bin jetzt da im Juli schon bei der zweiten Generation Raube absammeln. Guckt die Dinger durch, habt da mehr Spaß an eurer Feige dann. Tobi, empfehle mir Feige. Welche Feige ist das Beste für mich? Ja, was soll ich da jetzt sagen? Das ist so die E-Mail, die ich, sage mal, vielleicht mindestens 10 Stück im Monat bekomme. Was soll ich euch da empfehlen? Ich wohne jetzt da im Odenwald, habe jetzt so um die 320 verschiedene Sorten. Dort davor 170 ungefähr ausgepflanzt und da ist mir noch keine erfroren. Also sind für mich die alle relativ robust. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in Schleswig-Holstein oder irgendwo wohnst, hast der Seeeinfluss oder irgendwas, viel Wind, da ist das alles schon wieder ganz anders da. Also das kommt immer auf dein Kleinklima an, was du da hast. Hast du das in einem umfriedeten Garten, in einer Mauerecke, wo du ganz sagst, die Sonne scheint, kannst du dann schon wieder viel empfindlichere Sorte pflanzen, wie wenn du jetzt irgendwo, was weiß ich, in Bayern auf 650 Meter auf freiem Feld steht, da wird dann die Auswahl schon relativ schnell begrenzt sein. Also das müsst ihr mir verzeihen, wenn ich euch schon nicht explizit für euch irgendwas empfehlen kann. Ich meine, es gibt die Standard als robust oder sehr robust geltende Sorte. Das ist zum Beispiel die Brown Turkey, die funktioniert fast überall. Die Rode Bordeaux, die funktioniert auch gut. Dann die letzten paar Jahre wird ja die M10, die Michurinska 10, relativ gehypt, dass die so mega frostfest ist. Bei mir war die jetzt auch nicht frostfester wie die Brown Turkey. Wir hatten, wann war es, letztes Jahr einen relativ späten, starken Spätfrost. Da ist auch die genauso zurückgefroren wie die Brown Turkey. Wobei ich muss sagen, meiner Meinung nach macht es einen großen Unterschied, ob die Feige schon im Saft ist, also wenn es im Februar und März relativ warm ist und die Feige in den Saft geht und es gibt dann später einen Rückfrost bzw. einen Spätfrost, dann wird die Feige mehr Schade dafür tragen, wie wenn es vorher nicht warm war und die ist noch in Ruhe. Also wenn die in Ruhe ist, vertrage die alle, sage ich mal, bis auf wenige südliche Ausnahmen relativ viel. Aber trotz allem, also ich kann wirklich nicht für jede Region Empfehlung aussprechen, müsst ihr probieren. Kleiner Hinweis, was immer gut funktioniert, guckt euch doch mal bei euren Nachbarn um, ob da irgendwo ein Feigebaum steht und fragt dennoch die Sorte oder vielleicht sogar noch einen Ableger. Mit was dünge ich mal Feige? Da gehen die Meinungen der feigenbekloppten Community weit auseinander. Die eine sage, wenn die mal ausgepflanzt ist, wird die gar nicht mehr gedüngt. Ja, funktioniert, aber also ich habe die Erfahrung gemacht, auch wenn ich die ausgepflanzte Düng, wachse die auch besser. Ja, ist klar, wo Kraftfutter ist, kann ich ja ordentlich drauf gehen. Im Topf sieht die Sache schon wieder anders aus, weil irgendwann ist die Erde ausgemergelt und die Feige will irgendwas zu essen. Wasser leer, tut's doch nicht. Aber auch da gehen die Meinungen auseinander. Für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich düng nicht allzu stickstofflastig, ab und zu mal, so alle 4 Wochen, so ein bisschen Brennnessel oder Pflanzenjauche hat noch keinen Rückschritt. Die, wenn das übertreibt, wenn die Blätter riesengroß und die Abstand, also die Internodien zwischen den Nodien, wenn ziemlich lang und die Feige wächst gagelig, also nicht allzu stickstofflastig. Aber wenn er am Anfang von der Saison so ein bisschen einen Bärenlangzeitdünger oder so einen Tomatendünger, wie ich ihn jetzt zum Beispiel beim Ormischen meiner Erde benutze, so ein bisschen in die Erde einarbeitet, ich denke, damit fahrt er ganz gut.
Jetzt bei meiner größeren Feige im Topf, die Ding ist von März bis Ende Juli mit Haggerphosphat. Das ist ein mineralischer Dünger, ich weiß. Der ist ganz gut zur Fruchtbildung. Und ab August, ja, ab August dünge ich noch ein bisschen. Und zwar dann mit Patentkali. Das soll so ein bisschen die Frostfestigkeit und die Holzreife fördern. Aber wie immer, probiert einfach ein bisschen aus. Übertreibt es nicht gleich von Anfang an. Und dann werdet ihr schon eher einen Weg finden, wie ihr euer Feige im Topf das Beste ernähren könnt. Hey Tobi, mein Feige, das ist ja gar kein Baum. Das will ein Busch sein. Warum ist denn das so? Ja, warum ist das so? Also wenn ihr jetzt so irgendwo in der südlichen Gefilde unterwegs seid und so euch die Feige anguckt, die wild wachsen, habe ich jetzt, so ich sag mal, im Straßengraben oder sonst irgendwo noch nie eine gesehen, die von sich aus als Baum wächst. Also die Feige will eher ein Busch werden. Ja, und wenn ihr einen Baum wollt, müsst ihr ihn euch so erziehen. So wie ich mache jetzt da bei der LDA, kurzer Stamm, und dann gehe ich auf zwei Stämme raus und werde dann oben irgendwann auf zwei Hohlkrone gehen. Das ist natürlich nicht der natürliche Wuchs der Feige. Wenn ich die jetzt lassen würde, wie sie will, würde immer wieder Wurzelschosser von unten rauskommen und die würde auch da als große Busch wachsen. Aber durch das, dass ich halt auch ohne in dem Beet noch irgendwelche Bepflanzungen machen will, ziehe ich mir die jetzt da als Baum. Und was noch dazu kommt, hier jetzt da als Baum, da mache ich mir auch keine Sorge wegen Rückfrost, weil das ist einer von den wärmsten Plätzen bei uns im Garten. Ihr könnt sehen, also das ist ab da ist zugemauert, also die kriegt da überhaupt keinen Wind ab und steht da den ganzen Tag eigentlich in der prallen Sonne an der Südwand. Optimaler Standort. Was mache ich im Winter mit der Feige? Muss ich die einpacken? Da mache ich am besten gerade so Vlies drüber. Macht das nicht. Auf keinen Fall irgendwie so Vlies oder so. Das bringt so gut wie gar nichts. Und gerade im Gegenteil, gerade da, wo das Vlies Kontakt zur Feige hat, gibt es wahrscheinlich dann die größte Schäde. Meine Ausgepflanzte, die packe ich überhaupt gar nicht ein. Die müssen dort durch. Und die im Topf, wenn ich jetzt sehe, es ist längerer Frost mit Temperaturen jenseits der minus 5 angekündigt, dann stelle ich die einfach in den Keller. Und wenn sie im Keller sind, da brauchen die kein Licht. Die können komplett im Dunkeln stehen, weil sie haben ja keine Blätter. Licht brauchen sie nur zur Photosynthese und die findet nicht statt, wenn sie keine Blätter haben. Also, wenn ihr euer Topf- oder Kübelfeige im Winter drin überwintern wollt, macht es in eine dunkle Garage oder in eine dunkle Scheune. Nicht über 8 Grad und es sollte halt nicht unbedingt durchfrieren. Aber ansonsten absolut problemlos. Also ich packe auch in Zukunft draus nichts ein. Das wäre bei der Menge an Feige zu viel Aufwand. Bei einer Junge kann man vielleicht so ein bisschen Reisig oder ein paar Blätter ohne über die Wurzelballe drüber machen, dass der ein bisschen geschützt ist. Aber ansonsten, wenn ihr gerade auf der Zugspitze wohnt, könnt ihr euch das eigentlich sparen. Hey, wie schneide ich denn eigentlich so eine Feige? Kann ich die immer runterschneiden? Würde ich nicht machen, weil es gibt ja zweimal tragende Feigesorte. Und wenn du die runterschneidest, schneidest du dir ja schon die Frühjahrsende, also die Breber-Feige, vom nächsten Jahr weg. Ich zeige euch das mal da an der. Ihr seht jetzt da einen Brown Turkey-Typ, den ich in einem großen Speiskübel halte. Und ihr seht, da ist es alte Holz. Das geht bis da hoch und da ist der Neuaustrieb von diesem Jahr. Und ihr seht jetzt da Breber-Feige, die Blühfeige, die wachsen am alten Holz. Quasi das ist Holz, das letztes Jahr gewachsen ist. Da wachsen jetzt die Frühjahrsblühfeige. Und ihr seht, da kommen die Herbstfeige raus, die wachsen am neuen Holz. Also ist das dann aber nächstes Jahr altes Holz, wo nächstes Jahr die Blühfeige wieder rauskommen. Hört sich jetzt erstmal schwierig an. Also da müsst ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, was er abschneidet. Ich habe das jetzt für mich so gemacht. Das ist mein stärkster Ast von den vier Trieben, was ich da habe. Da habe ich jetzt schon mal so eine Abmooskugel drauf gemacht. Das moos ich ab und schneide es dann ab. Habe da direkt eine neue Feige und habe aber meinen Baum wieder ein bisschen verjüngt. Und so werde ich das dann jedes Jahr nach und nach machen, um die Feige nicht so riesig werden zu lassen. Ihr seht, da unten kommt ja jetzt dann auch schon wieder ein Neuaustrieb raus, der sich dann auch wieder zu so einem neuen Trieb entwickelt. Da müsst ihr einfach euch ein bisschen drauf tasten,
Ihr habt spätestens noch eher da 2 Jahre herausgefunden, ob die Feige zweimal trägt oder ob die bloß Herbstfeige hat, und je nachdem müsst ihr dann schneiden. Für einen absoluten Einsteiger, der sich noch so ein bisschen tiefer in das Thema einarbeiten will, kann ich euch vom Volker Büschken die Internetseite empfehlen. Da ist sau vieles über die Feige erklärt, und das Buch von Christoph Seiler, Feigen im eigenen Garten, kann ich euch auch empfehlen. Wo ist der beste Standort? Haben wir jetzt schon ein paar Mal so leicht angerissen, wie jetzt da bei meiner LDA dahin an meinem besten Standort, Südwand, geschützt. Man kann sagen, das Beste ist, wenn sie nicht im Wind steht, hat eine Wand im Rücken oder große Steine außenrum, die ein bisschen Wärme aufnehmen und abends wieder abgeben können. Das ist eigentlich so der optimale Standort. Also so richtig im Zug stehen will eigentlich keine Feige. Und je geschützter, desto besser. Du hast so viele Feigebäume. Was mache ich denn dann mit der ganzen Feige irgendwann außer essen? Also ich habe bis jetzt noch nie so viel geändert, dass ich mir nicht entweder selber gegessen habe oder von irgendwelchen Freunden und Bekannten aus der Hand gerissen gekriegt habe, weil jeder, der mal hier geendet die Feige gegessen hat, also eine, die richtig vollreif ist, der wird nie wieder den Dreck aus dem Supermarkt erlangen. Ah ja, und wenn sie mal irgendwann wirklich so viele werden, dass man sie nicht mehr essen kann, da kann man so viel draus machen, sogar Likör, könnt ihr übrigens die Blätter irgendwie mit Gin zubereitet zu so einem Feigenblattlikör. Schmeckt ganz lecker, habe ich mal beim Krups Magus probiert. Also ein feige Verrückter. Dann könnt ihr natürlich Senf, Marmeladen, Chutneys oder grillt sie doch einfach. Die Tobis Eberbach, die schneide mir gern zur Hälfte auf, fülle die mit Ziegenkäse und wickeln sie mit Speck und Hause auf den Grill. Oh. Sagenhaft, ey. Oh, da darf ich gar nicht dran denken. Warum hat meine Feige so riesige Blätter? Naja, es gibt schon manche Sorte, die große Blätter haben, aber meistens liegt es an zu viel Stickstoff, würde ich sagen. Also ich habe das bei mir schon öfters beobachtet, wenn ich es mit der Pflanze ja auch übertreibe, wenn bei mir die Blätter riesengroß. Soll ich eher auf Sommer- oder auf Herbstfeige setzen? Ja, das kann ich auch nicht so pauschal beantworten. Das kommt drauf an, wo du wohnst. Wenn es in deiner Region oft einen harten Spätfrost gibt, würde ich eher auf Herbstfeige gehen, weil die wachsen ja an diesjährigem Holz. Und wenn du jetzt aber irgendwo im Großraum Köln wohnst, ist es eigentlich wieder egal. Da würde ich auf zweimal tragende Sorte gehen, weil dann hast du wahrscheinlich keinen Spätfrost, hast gut die Frühjahrsende und dann auch gut die Hauptende, weil es halt einfach milder ist, wie jetzt zum Beispiel im Odenwald, im Allgäu oder an der Nordsee oder irgendwo. Hey, ich habe jetzt schon mehrere Feige ausgepflanzt gehabt, haben wir alle die Wühlmäuse abgefressen. Was kann ich denn da dagegen machen? Du, genauso gebranntes Kind wie du, ist mir auch schon oft passiert. Noch nicht so oft mit Feige, aber schon ganz oft mit Apfel und anderen Obstbäumen. Das Einzige, was nachhaltig hilft, sind Drahtkörbe. Und meiner Meinung nach sollte die aus verzinktem Draht sein, weil wenn du es aus zinkfreiem Draht machst, ist der noch aller spätestens 2 Jahre im Boden weg und da kannst du es auch sein lassen. Hierzu habe ich übrigens mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch da oben in der Ecke, könnt ihr euch mal angucken. Meine Feige treibt noch im Winter nicht aus, woran kann das liegen? Da gibt es verschiedene Gründe, woran das liegen kann. Bei einer ausgepflanzten Feige würde ich mal gucken, ob nicht vielleicht eine Wühlmaus drauf gefressen hat. Wenn die keine Wurzel mehr hat, wird die ja nicht mehr austreiben. Bei einer Feige im Topf könnte vielleicht auch ein Engerlingbefall im Topf sein, der die Wurzeln abfrisst. Es kann natürlich auch ein Frostschade sein, ein Pilzschade oder im Topf leider Gottes über Winter nicht gegossen, was auch im Winter in Maßen sein muss und ist euch vertrocknet. Also es kann verschiedene Gründe haben, warum dein Feige nicht austreibt. Welches sind deine 5 Lieblingssorte? Und warum? Naja, ich beschränke mich mal auf 3, die ich super gut finde. Da haben wir als erstes die Michurinska 10, die M10. Warum finde ich die so geil? Die trägt 2-mal und recht üppig. Und ich habe festgestellt, die Herbstfeige sind relativ schnell reif. Also da hat man große Chance auf 2 Ende. Meine andere Lieblingsfeige ist die Brown Turkey.
die ist einfach ein zuverlässiger Lieferant, auch wenn die Hepschfeige meistens nicht reif werden, wenn der Spätfrost nicht allzu hart kickt, hat die immer ein gutes Breber-Ende. Und als drittes die Negron, weil die für mich geschmacklich einfach eine der besten Feigensorte ist, wenn nicht die beste, die ich bis jetzt gegessen habe. Und sie ist noch relativ frosthart dazu. Natürlich gibt es noch ganz viele andere geile Feigensorte, wie die Rode Bordeaux, die Pastillerie, die Martinensa Remada. Es gibt ganz viele Feigensorten, die ich geil finde, aber das sind meine drei allerliebsten. Und die Rode Bordeaux noch. Ja, und die wichtigste Frage kommt zum Schluss. Wie schütze ich mich vom Feigenvirus? Naja, wenn du die erst gekauft hast, ist es eigentlich schon zu spät. Ist natürlich nur Spaß. Also für mich ist das wie für einen anderen Briefmarkensammeln. Das ist mein absolutes Lieblingshobby, die Feige. Ich habe da richtig Spaß und Freude dran. Und ich kenne mittlerweile der oder andere Bekloppte, der da genauso ist wie ich. Ich hoffe, ich habe euch mit dem Video viele Fragen beantwortet. Hast du noch irgendeine Frage, dann schreib die gerne unter dieses Video. Da sind ja mit Sicherheit ganz viele Feige-Spezialisten, die sich das neid sehen und dir die Frage beantworten können, wenn ich es nicht kann. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei gehabt. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal.